Ich möchte euch alle recht herzlich begrüßen in mein Atelier. Ich habe heuer eine Frühlingsausstellung geplant, aber leider Corona-bedingt konnten wir sie nicht durchführen. Jetzt habe ich mir eine neue Idee überlegt. Ich möchte euch einen virtuellen Rundgang durch mein Atelier ermöglichen und bitte euch, mir zu folgen. Ja, das ist mein Reich. Hier wird gemalt und hier mache ich auch immer wieder Ausstellungen. Manchmal gibt es eine Lesung oder eine musikalische Vorführung im Rahmen meiner Bilderausstellung. Ich möchte euch jetzt ein bisschen was von meinen Werken zeigen und euch durchführen durch diese Frühlingsausstellung und anhand den Bildern erklären, wie meine Technik ist, welche Materialien ich verwende, welche Motive ich male, ja, damit ihr einen Einblick über meine Werke bekommt. Hier haben wir den Tanz in den Mai. Ja, das Bild ist ein fröhliches Bild für mich geworden, in Frühlingsfarben, schönen Gelbtönen. Ich habe hier verschiedene Schichten übereinander gelegt, beginne sehr oft mit dunklen Flächen und arbeite mich dann vorwärts und sie werden immer heller, die Schichten. Zum Schluss gibt es dann Striche oder Motive drauf auf die Bilder und so entsteht schön langsam das Werk. Hier haben wir die Pink-Serie. Diese zwei Brillenbilder sind auf Holzplatte gemalt und da gibt es Wachs, das mitverwendet wurde, also eine Wachsschicht. Drüber kommt dann ein Siebdruck, der aus Fotos entstanden ist und auch dieses grafische Muster, dieses schwarze, ist ein Siebdruck. Wenn wir gleich bei den Kleinen sind, diese Bilder sind auf Filterplatten gemalt und zwar auf Weinfilterplatten. Ich weiß nicht, ob das alle wissen, Wein wird teilweise, nicht immer, aber teilweise durch Filterplatten filtriert, damit er einen schönen Glanz bekommt. Und das sind Rotweinfilter, gebrauchte, auf denen ich dann gemalt habe. Das ergibt auch eine schöne Untergrundfarbe, dieser Rotwein. Das ist ein Kalender und zwar, den sieht man auch öfters jetzt dann noch bei der Ausstellung, ein Geburtstagskalender, den ich machen habe lassen mit meinen verschiedenen Motiven. Und das ist ein immerwährender Geburtstagskalender. Man kann dann die Geburtsdaten der Freunde, Familienmitglieder eintragen und muss sie nicht jedes Jahr neu in einen Kalender übertragen. Hier sehen wir auch ein Bild in rosa-beige mit weiß. Meine Bilder setzen sich oft zusammen aus Collagen, die ich unterhalb in den Untergrund einkollagiere, einarbeite. Verschiedene Motive von Blumen, Schriften, Formen, alles Mögliche und dann wird Schicht für Schicht wieder drüber gemalt, damit diese Collage nicht vordergründig sichtbar ist. Ein besonderer Freund von Schriften bin ich auch in meinen Bildern, das heißt, ich verwende oft dann zum Schluss noch Texte, die ich einfüge in das Bild. Manche Leute wollen dann immer wissen, was das heißt. Das kann man aber nicht erkennen, weil ich sehr undeutlich schreibe, mit Absicht undeutlich schreibe. Es sind aber immer positive Texte, die ich da hineinschreibe, positive Schwingungen, die da aus dem Bild herauskommen sollen. Ja, die Größen und Formen der unterschiedlichen Werke entstehen dadurch, dass auch die Wände, die sie zieren sollen, auch unterschiedlich gegeben sind. Bei diesen Bildern habe ich zum Beispiel Rost verwendet. Dann haben wir das Bild, da ist sehr viel Struktur drunter. Da kann man auch mal vorsichtig drüber greifen. Da ist Sand und Marmormehl als Untergrund verwendet worden. Gibt sehr viel Struktur und eine gewisse Haptik dann auch, wenn man es angreift oder wenn man genau hinschaut. Gut, dann gehen wir weiter zu dem Tisch. Da sieht man Notizbücher, die ich selber gestaltet habe. Für mich war das die Idee, dass man zum Beispiel so ein Notizbuch
ganz nett als Mitbringsel zu einer Einladung oder als Geschenk zu einem Geburtstag verschenken kann, mitnehmen kann. Dann gibt es auch noch Geldbörseln, die ich machen habe lassen. Und zwar sind da die Motive meiner Bilder drauf, in verschiedenen Farben, Größen. Gibt's die, sind recht geschickt, auch für die kleine Handtasche. Man bringt sehr viel rein und sind handlich und praktisch. Gut, auch eine Tasche gibt es noch. Die sind aus einem besonderen Material, die schön abwaschbar sind zum Reinigen, und auch das Cover kann man runternehmen. Du kannst durch ein anderes Cover ersetzen zum Beispiel. Ja, jetzt kommen wir zu einem Hochformatbild. Hier habe ich Schmetterlinge einkollagiert auf einem Stoff. Da ist auch noch Struktur drinnen, Marmormehl, das dann verschiedene Risse bekommt durch die Sonneneinstrahlung. Ich arbeite sehr gerne im Sommer im Freien, und durch die Sonneneinstrahlung dann beginnt es zu reißen und es bekommt eine besondere Optik. Sehen wir ein rotes Bild, passt auch immer ganz gut in die Wohnungen, wenn ein bisschen beige-braun drinnen ist. Für mich ist es immer wichtig, dass die Bilder nicht nur für die Ausstellung schön sind und passend sind, sondern dass sie auch einen Platz finden in einem Wohnzimmer, in einem Esszimmer, in den Wohnungen, in den Häusern der Kunstfreunde, weil ich möchte mit meinen Bildern einfach Freude in die Häuser bringen, Farbe in die Häuser bringen und auch leistbare Kunst in die Häuser bringen. Da sieht man auch wieder einen Siebdruck, diesmal auf Glas. Das Glas wurde hinten und vorne bemalt und mit verschiedenen Techniken eben. Und man kann das Bild zum Beispiel auf einen bunten oder färbigen Untergrund, auf eine färbige Wand hängen, dann schaut es gleich ganz anders wieder aus, weil dieses Doppelglasbild dann die Farbe der Wand durchlässt. Gehen wir gleich weiter zu den roten Bildern. Da sieht man verschiedenste Collagen, die ich verwendet habe, von Schriftbildern über selbstgemachte Papiere mit Schrift drauf. Ja, da sind wir auch bei kleinen Formaten. Diese kleinen Formate eignen sich besonders, wenn man eine schmale Wand hat oder nur einen Durchgang mit einer schmalen Stelle, wo man Bilder aufhängen kann. Diese Bilder kann ich auch verschicken, also die kleineren Formate würde ich auch verschicken auf Wunsch. Und für mich ist es auch eben wichtig, dass das Bild optimal in einen Raum hineinpasst. Darum erlaube ich den Kunden auch immer wieder, die Bilder mit nach Hause zu nehmen, oft zwei oder drei Stück mitzunehmen, auszuprobieren, was wohin passen würde, und die bringen mir dann die restlichen Bilder retour und behalten sich das, was am besten gefällt. Und an dieser Wand haben wir eher die erdigen Farben. Da sind wir bei Gelb angelangt, hier auch wieder ein bisschen mit Struktur und Schrift drinnen. Dieses Bild zeigt eine Städtelandschaft. Das ist sehr spontan entstanden. Manche Bilder brauchen sehr lange, bis sie fertig sind. Manche werden immer wieder übermalt, manche sind schwierige Fälle und manche Bilder entstehen schnell. Das war eins aus einer sehr
großen Emotion heraus. Man kann das vielleicht erkennen, dieser Schwung, diese Wucht, die auf dem Bild zu sehen ist. Da habe ich gedacht, das wird nichts mehr und war mit einer gewissen Wut dabei. Und dann plötzlich habe ich zu dem Bild einen besonderen Bezug gefunden und habe eben diese Städtelandschaft draus gemacht. Jetzt ist es eines meiner Lieblingsbilder geworden. Ja, ein besonderes Motiv sind die abstrakten Landschaften, die ich auch sehr gerne immer wieder mache. Und zwar deshalb, weil die abstrakten Landschaften eben abstrakte Motive beinhalten, für mich nicht kitschig sind, aber doch eine gewisse naturalistische Form beinhalten. So, da ist jetzt der Ständer der Schnäppchen. Diese Schnäppchen kann man dann auf der Website auch anschauen und sich was aussuchen.